Ich habe mir mal wieder sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Ich weiß, ihr seid eine geisteskranke Community. Ich weiß, ihr seid die besten Leute, die man sich wünschen kann. Ich bin übertrieben blessed und froh mit euch als Community. Und bin einfach happy, dass es euch so gibt, Mann. Was ich jetzt sagen werde, kann vielleicht ein bisschen verstörend wirken oder ein bisschen seltsam. Aber ich habe das gut überdacht. Mir ist so eine Sache aufgefallen, Leute. Und da würde ich gerne mal mit euch drüber sprechen, was ihr so als Chat davon haltet. Ich bin momentan absolut unzufrieden. Ich bin momentan absolut unzufrieden, was meinen Kanal angeht. Performance-wise ist das mir eigentlich relativ egal. Ich bin primär unzufrieden mit den Inhalten auf meinem Kanal. Ich bin sehr, sehr unzufrieden mit dem, was auf meinem Kanal ja an Content kommt. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe mir so... Es ist alles so ein bisschen durcheinander. Wisst ihr, was ich meine? Es ist alles wirklich sehr, sehr durcheinander und es ist nicht mehr klar greifbar, was das Konzept hinter meinem Kanal ist. So. Ich habe aber in letzter Zeit tatsächlich zwei Videos gedreht, die outstanding gut funktioniert haben, mir aber auch outstanding mehr Spaß gemacht haben als Videos, die ich sonst produziere. Ich denke mal, ihr fühlt es alle. Es waren diese Videos einmal das hier mit T und Rezo zusammen und einmal das hier mit Jody. Die Videos haben überdurchschnittlich gut performt, das weiß ich. Das ist wirklich stark. Das ist aber nicht der Grund, warum ich mir diese Gedanken gemacht habe. Primär haben mir diese Videos einfach beim Filmen mich momentan einfach viel mehr erfüllt als den Gaming-Kram, den ich gerade mache. Was nicht heißt, dass ich bei den Streams weniger Spaß habe. Ich mag nur in letzter Zeit und ich merke sehr, dass ich mich krass entwickelt habe. Das heißt, ich bin ein bisschen erwachsener geworden, ein bisschen ruhiger. Abgesehen vielleicht von Among Us bin ich ein bisschen erwachsener geworden, ein bisschen ruhiger. Und einfach ein bisschen mehr Setback. Wisst ihr, was ich meine? Ich mag es tatsächlich, meine etwas seriösere, bedachtere Seite, meine besachtere Seite etwas mehr nach außen zu tragen. Wisst ihr, was ich meine? Ich mag es irgendwie, viele Dinge zu überdenken. Und ich mag es einfach, meine engsten Gedanken, die ich ja wirklich habe tatsächlich, wie in diesem Video mit Rezo und so, ich mag es einfach unglaublich, das mit euch zu teilen. Und es beißt sich ein bisschen mit dem, was ich sonst mache. Das ist nicht schlimm, aber ich finde, es geht nicht gut einher. Jetzt müsst ihr mir sagen, ob ihr das ähnlich seht. Also ich habe das Feedback sehr viel aus den Kommentaren gelesen, dass diese Seite bei mir noch nicht so bekannt ist und dass sehr, sehr viele Leute sich das ein bisschen mehr wünschen, dass ich ein wenig mehr davon nach außen trage. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich habe heute was Verrücktes gemacht. Ich habe mir ein Haus angeschaut. Ich wüsste, ich bin gerade erst in eine Wohnung gezogen, in eine WG mit einem Homie und meinem Bruder. Aber ich glaube, man kann beides sehr, sehr gut verknüpfen. Was ich sagen möchte, basically, was ich kurz sagen möchte. Es ist noch nicht proof, dass ich es machen werde. Aber vielleicht überlege ich wirklich jetzt noch den November, Dezember auf gute alte Hustler-Manier durchzuhauen. Also wirklich, wir reden da von Craft Attack Streams, Daily, die kommen, Among Us wieder und so weiter und so fort. All das, ja? All das. Und dann vielleicht eine Pause zu machen. Ich überlege wirklich, eine Pause zu machen, um mich im Januar und Februar darauf zu besinnen, was ich tatsächlich will. Ich bin momentan mit meinem Content einfach nicht sehr zufrieden. Wisst ihr, was ich meine? Ich fühle mich dabei nicht mehr erfüllt. Ich fühle mich nicht mehr kreativ damit ausgelastet. Ich mag es sehr, sehr gerne, diese Videos mit einem deeper Meaning zu drehen. Wisst ihr, was ich meine? Sowas wie, wie mit T und Rezo und so weiter und so fort. Und jetzt werden viele sagen, ja, du machst es den Dezember nur wegen Cash. Ey, auf jeden Fall mache ich den Dezember wegen Cash, Leute. Ich habe Fixkosten, die sind verrückt hoch. Darauf habe ich, natürlich bin ich darauf angewiesen, natürlich werde ich das machen. Und natürlich macht es auch rein wirtschaftlich Sinn, das im Januar und Februar zu machen. Aber das ist nicht der Hauptgrund, dass ich sage, so, ich will jetzt hier Malediven und Yalla. Sondern, dass ich halt diese Zeit wirklich nutze, um mich persönlich damit auseinanderzusetzen, was ich machen möchte. Ich würde gern sehr, 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 sehr viel vloggen. Ich würde gerne sehr viel mehr vloggen. Ich würde gerne sehr viel mehr mit anderen Leuten machen. Und ich würde gerne dieses Format, was ich mit Rezo und T gemacht habe, einmal die Woche, ab jetzt oder ab nächste Woche vielleicht, als festes Podcast-Format bringen. Das heißt, wir streamen das. Wir sitzen hier anderthalb Stunden, kriegen diese Fragen gestellt, ja? Diskutieren, reden miteinander und das Ganze wird dann nochmal als Video runtergeschnitten. Wisst ihr, was ich meine? Und genau dahin soll der Content ein bisschen gehen. Was nicht heißt, dass Gaming bei mir over ist. Um Gottes Willen, viele schreiben es gerade schon, macht ihr einen Gaming-Kanal. Das wäre die zweite Quintessenz. Aber Gaming wird dann erstmal ein bisschen weniger kommen. Ich liebe Gaming und Leute,
ich sag, wie es ist. Ich mache den Gaming-Content gerade sehr, 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 sehr gerne. Aber ich würde gern etwas mit mehr Anspruch machen. Etwas, was mich persönlich kreativ wieder erfüllt, was mir Spaß macht. Große Dinge tun, die es so bis jetzt noch nicht gegeben hat. Ich liebe Gaming, keine Frage. Aber ihr müsst euch gegenüberhalten. Ein Gaming-Video ist im Aufwand so und alles andere ist hier oben. Und ich würde gern wieder meinen Anspruch hier oben haben. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte meine Persönlichkeit nach vorne stellen. Ich möchte nicht nur dieser Minecraft-Dude sein oder dieser Fortnite-Kerl, der Among Us schreit. Ich möchte als Personality bei euch tatsächlich wirklich ankommen und verstanden werden. Und das hat sich in diesen Videos sehr, sehr gut gezeigt, dass das bei euch eine Sache ist, die ihr unglaublich gerne macht. Es wird weiterhin Gaming-Content geben, keine Frage. Ich liebe Gaming, ich zocke privat unglaublich viel, Digga. Ich überlege halt nur, diese Pause vielleicht zu machen. Das ist jetzt noch nicht gesetzt. Long story short, ich habe mir heute ein Haus angeschaut. Auch alles nur für in die Zukunft gestellt. Maybe baut man sich da was auf mit einer Gang. Wisst ihr, was ich meine? Versteht mich nicht falsch. Ich bin super, super glücklich und ich bin übertrieben blessed in meiner Situation. Es geht mir da auch gar nicht um Views. So, ich kann ganz offen reden. Letzten Monat, Leute, ich bin von 28 Millionen Views, glaube ich, auf 11 Millionen Views runtergefallen. Liegt daran, dass bei YouTube gibt es ein System. Es gibt ein System auf YouTube, wo man seine Videos einstufen muss. Sind sie werbefreundlich oder nicht? Ich habe immer gesagt, jo, werbefreundlich. Ist aber nicht so gewesen. YouTube hat mich aus dem Empfehlungsalgorithmus rausgenommen. Meine ganzen Videos sind nicht weiterempfohlen worden. Bis jetzt, ich glaube, morgen ist der Status wieder hergestellt, dass ich wieder normal empfohlen werde. Das ist halt passiert. Meine Views sind skydive nach unten gegangen. Muss man durch, ich bin das gewöhnt. Ich kenne, dass YouTube immer eine Wellenbewegung ist. Trotzdem war das für mich ein herber Kopfweg. Das müsst ihr euch vorstellen. Und es geht mir da nicht um den Kopfweg, dass ich sage, oh, ich werde arm, ich habe kein Geld mehr, bla, 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 bla. Ich will diese, da sagst du gerade im Chat, ich will die Oldschool-YouTube-Vibes wieder. Ich will einfach machen, weil ich machen will und nicht, weil ich muss. Gerade bin ich ehrlich, Leute, ich sitze ganz oft hier und drehe die Videos, außer diese zwei, drei Videos, die da so zwischendrin, das Hide-and-Seek-Video auch nochmal ein bisschen was Besonderes gewesen. Sonst sitze ich hier und drehe einfach nur ab, damit es funktioniert, damit ich weiter meine Angestellten bezahlen kann, damit ich meine Sponsoren glücklich machen kann, all das. Und ich schwöre dir, es ist eine kranke Situation, in der ich mich befinde. Das ist Luxus pur. Aber meine persönliche Zufriedenheit leidet ein bisschen darunter. Ich möchte wirklich wieder dahin zurück, dass ich schaffe aus Leidenschaft und nicht schaffe aus Schaffensnot. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen das Ding dahinter. Ich möchte wieder dahin zurückgehen, dass ich einfach morgens aufstehe und sage, geil, lass uns das Game von vorne aufrollen, lass uns was Neues machen, alles. Jetzt schreibt gerade jemand, Mimimi auf höchstem Level. Es hat nichts mit Mimimi zu tun, scheiße. Ich bin mir meiner privilegierten Situation sehr, 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 sehr bewusst, Bro. Ich bin mir meiner privilegierten Situation sehr, sehr bewusst. Ganz ehrlich, Mann, ich würde fast schon jetzt, ohne egozentrisch oder narzisstisch wirken zu wollen, sagen, dass ich sehr, sehr viel reflektiere und vielleicht sogar mit am reflektiertesten bin in dem, was ich, wie ich mich selber darstelle und, ne, aber ist ja auch immer eine Ansichtssache. Jedenfalls möchte ich weiterentwickeln. Und es könnte sein, dass diese Weiterentwicklung heißt, dass eventuell, ganz vielleicht, eine Pause aufkommt. Wisst ihr, was ich meine? Es geht mir einfach darum, ich will wieder richtig Spaß haben. Ich will wieder 120% geben und ich hatte das in letzter Zeit. Das halbe Jahr war so ein bisschen durcheinander alles so. Wir haben mal hier gemacht, mal das gemacht, das hat mal funktioniert, mal dies. Aber es ist irgendwie so durcheinander, wisst ihr? Man schaut auf meinen Kanal, man sieht kein Konzept mehr. Und das stört mich. Das stört mich und ich bin nicht dabei 100%ig zufrieden und deshalb möchte ich was ändern. Wie und wann, da werde ich euch noch Bescheid sagen, ob ich eine Pause mache oder nicht. Das werdet ihr auf jeden Fall noch Bescheid bekommen, Leute. Aber ich brauche, glaube ich, diese Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe jetzt auch übertrieben Bock auf Craft Attack, weil ich weiß, natürlich wird sich das finanziell wieder krank lohnen. Natürlich werden wir hier wieder 20.000, 30.000 Zuschauer haben. Zuschauerzahlen, die ich sonst sehr, 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 sehr selten habe. Aber auch das, ich habe euch schon sehr oft gesagt, mein Twitch-Content ist auch nicht das, was ich machen möchte. Ich würde gerne Gaming-Streams machen, aber auch genauso Streams, die ein deeper Meaning haben, wo man über Sachen spricht, wo man meine andere Seite ein wenig kennenlernt. Weil ich mag es immer mehr und verstecke diese Seite nicht mehr so, das nach außen zu tragen. Ich mag es gerne, meine Meinung zu Dingen zu sagen, so irrelevant, wie sie auch sein mag. Und ich mag es gerne, mit euch tatsächlich zu diskutieren, Feedback zu bekommen und so weiter und so fort. Und es ist, glaube ich, mein gutes Recht, mein Content so zu gestalten, wie ich möchte. Ich habe sehr, sehr oft mitten
Im Hype, mitten im Hype. Ich habe aufgehört, mitten im Hype habe ich gesagt, boah, Minecraft, kein Bock mehr. Habe ich sein gelassen. Mitten im Hype habe ich gesagt, boah, Fortnite, habe ich auch aufgehört. Wisst ihr, was ich meine? Ich mache das, was ich möchte. Und das habe ich im letzten halben bis dreiviertel Jahr nicht gemacht. Hundertprozentig nicht. Und deshalb möchte ich da wieder zurück. Okay? Nächsten Samstag kommt die erste Folge Craft Attack. Nächsten Samstag wird es noch den ersten Craft Attack Stream geben. Übertrieben Bock drauf. Aber ich GVMP genauso. GVMP lief krank gut auf Twitch. Hatte ich keinen Bock mehr drauf. Man entwickelt sich weiter und man beugt sich seiner Community. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb nur mal hier so gesagt, Chat. Maybe kommt diese Pause. Nur, dass ihr Bescheid wisst, okay? Ich küsse eure Augen. Ihr seid die beste Community, die es gibt. Und ich liebe euch alle sehr, 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 sehr stark. Ihr seid wirklich, und das muss ich einfach so sagen, ein kranker Rückhalt für mich. Und ihr habt so viele Sachen mitgemacht, die meine Entwicklung angehen und so weiter und so fort. Und deshalb, Leute, bin ich euch ein Stück weit auch schuldig, das zu machen, was ihr wollt. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt viele Sachen, wie gesagt, die ich einfach nur mache. Es klingt wirklich dumm. Es klingt wirklich dumm und ich hasse es, dass ich das jetzt sagen muss. Aber ich habe sehr, sehr viele Sachen gemacht, weil sie einfach funktioniert haben. Ich habe sie gemacht, weil es läuft, weil es funktioniert hat. Versteht ihr, was ich meine? Aber ich möchte das nicht mehr. Ich möchte einfach Dinge tun, die ich aus einem intrinsischen Interesse mache, die ich liebe und bei denen ich mit Herzblut wieder dahinter stehe. Und das ist ein bisschen verloren gegangen und das ist doch der Ursprung. Die Schaffens, ja, das Schaffen an sich. Versteht ihr, was ich meine? Deshalb, kann es sein, dass ich mir diese Zeit nehmen möchte. Es kann sein, dass da was komplett Neues auf euch zukommt. Aber ich weiß eins, ihr werdet dahinter stehen und das lieben, was ich mache. Weil ihr seid wirklich krank gute Menschen. Ich habe euch alles zu verdanken. Und ich weiß, dass ihr immer meinen Rücken und meinen Nacken habt, Digga. Es ist einfach so. Ihr seid wirklich, ich sehe, der Chat ist voller Herzen. Ich habe einen neuen Anspruch an mich entwickelt und ich möchte das gerne mit euch umsetzen. Und ich weiß, dass ihr das feiern werdet und ich weiß, dass ihr mich immer unterstützen werdet. Und ich bin euch sehr, 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 sehr dankbar dafür, dass ich euch als Community hab, Mann. Wirklich. Ich schwöre euch, dieses Herz geht raus an euch, Mann. Ihr seid wirklich eine krank gute Community. Vivi, vielen, vielen Dank für die 10 Gifted Subs. Das geht auf dich. Dankeschön, Vivi. Kuss. Stellvertretend Kuss an euch alle. Dankeschön. Und ich will mich hier nicht irgendwie einschleimen, ihr wisst das, Leute. Aber ich habe euch wirklich gern, Mann. Ich habe euch wirklich einiges zu verdanken. Florian, dankeschön für deine 24 Monate. Krank.